Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room to the War 2 mit den Römern. Das ist falsch, mit den Spartanern. Die Römer, wie komme ich jetzt auf die Römer? Keine Ahnung. Ah, ja, okay. Ich spiele gerade im Stream. Also ich habe gerade eben wieder gestreamt. Seid herzlich willkommen. Ein bisschen Schleichwerbung jetzt. Twitch / Thorn LP. Genau, aber steht auch unten in der Beschreibung, ist auch ein Link. Seid ihr herzlich willkommen, falls ihr mal Zeit habt, Montag oder Freitag. Manchmal auch Samstag, Sonntag. Genau. Aber da spielen wir gerade Expeditions Rome. Und da spielen wir eben ja, ein Römer. Genau, deswegen bin ich gerade auf so Rom fixiert. So, was wollen wir hier machen? Also, genau, wie gesagt, willkommen zurück und jetzt geht's hier weiter ab. So, Britannien bereiten wir jetzt mal vor. Die Selektion bzw. der Bürgerkrieg ist hier jetzt auch zum Glück endlich mal passé. Genau hier wurden wir letztes Mal geplündert. Aber das wird dann auch nicht mehr passieren, weil wer soll das machen? Gut. So, Massilia, also Massilia ist ja winzig. Okay, hier. Noch eine Runde. Ich will auf jeden Fall den Belagerungsturm mitnehmen. Hier, der wird. Au. Das habe ich. Ups. Das habe ich ja schon wieder vergessen, dass die so eine widerliche Armee hat, also oder allgemein so widerliche Einheiten. Das sind so, dammit. Wobei es ist ganz gut, wenn die hier angreifen. Dann ist die erstmal schon mal weg, weil Kavallerie in Belagerung ist extrem semi-gut, weil die da eben nicht ihre Stärke, und zwar die hohe Mobilität, nicht gänzlich ausspielen können. Das einzige Problem wäre, wenn die wirklich dann rausgehen würden und uns entgegenkommen würden. In diesem Fall ist das Entgegenkommen nicht gut. Okay. Genau hier, wo war hier meine Armee? Hier ist eine. Warte mal, wo sind denn die? Hier ist eine, hier ist die. Ja, genau hier. Genau, das ist die Fullstack-Armee, die. Ja, nee, nee. Also hier, das wird ja jetzt. Da wird ja drum gekümmert. Da wird ja sich drum gekümmert, so. Gut. Jetzt in Ägypten oder Nordafrika. Also hier ist noch ein. Ja. Also die da sind so lala. Ich würde hier sogar jetzt mal eine Flotte aufstellen, einfach. Einfach damit hier das Ganze ein bisschen lockerer ist, beziehungsweise sicherer. Stimmt, das ist ja der. Ja, das ist der Abtrünnige. So. Ich habe mich tatsächlich noch nicht entschieden, wie ich mit Galatien und Syrakus. Ja. Ja, wie ich. Wobei, also,
wie ich mich um die beiden kümmere, ob die jetzt Verbündete werden oder etwa nicht. Also Syrakus haben wir eigentlich schon entschieden, weil wir die gerade platt machen. Auch wenn Syrakus eigentlich hellenistisch ist. Seleukien eigentlich auch. Makedonien war auch hellenistisch. Galatien, genau, Galatien ist nicht. Okay, Galatien wird vernichtet. Ich würde einfach tatsächlich sagen, alle Völker, die nicht hellenistisch sind, werden vernichtet. Weil, wo fängt man da an? Ich meine, Massilia ist ja auch hellenistisch und die sind ja auch hier oben. Ja, okay, halb Italien war damals hellenistisch, aber die wurden ja von den Römern vertrieben. Rhodos ist auch unser Verbündeter. Sardes ist eigentlich auch Verbündeter. Seid gegrüßt. Wir sind ein Zivilist. Eure Worte erfreuen die Götter und alle. Ihr seid in der Tat weise. Mein Volk wird sich hierüber sehr freuen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay. Das Ding ist halt, der hat ein militärisches Bündnis mit Galatien. Und ein militärisches Bündnis ist immer höher als oder ist mehr wert als defensiver Verbündeter. Seid gegrüßt, Freund Wein. Ich muss annehmen, auch wenn es meiner Ehre missfällt. In euren Worten steckt viel Wahrheit. Entschuldigung, ich mach mal den Sound vom Spiel lauter. Eure Worte sind weise und würdevoll. Wir nehmen euer Angebot mit Freuden an. Zypern. Willkommen, willkommen. Im Geiste der olympischen Gastfreundschaft heiße ich euch willkommen. Ich muss annehmen, auch wenn. Damit Ägypten ist halt auch, oh Mann. Okay. Willkommen, zukünftiger Freund des Pharaos, Herr der zwei Häuser. Sprecht nun von euren Wünschen. Euer Scharfsinn wird nur durch eure Überzeugungskraft übertrumpft. Ich nehme im Namen des Pharaos. Ich überliefere euch die Zustimmung des meisterhaften Pharaos. Okay. Herr der beiden Ägypten, verzeiht eurem demütigen Untertan die Zustimmung zu diesem Vorschlag. Aktrien ist auch hellenistisch? Ja, wobei mit Alexander wurde ja alles hier hellenistisch. Okay. Also, ich habe das ja jetzt erstmal so gemacht. An sich hat es überhaupt nichts gebracht, weil sobald ich Galatien angreife, werden alle, die mit Galatien, also ich würde mal wetten, mehr als die Hälfte, wenn nicht alle, werden sich auf die Seite von Galatien werfen. Weil eben militärisches Bündnis ist halt sehr, sehr, sehr viel wert. Das Gegenargument ist, dass wir jetzt schon so ultra riesig sind. Da sind die dann, also ist die KI dann nicht mehr ganz so sicher, was dann ihre Treue, sag ich mal, wert ist. Genau, aber das will ich eben jetzt mal ausprobieren. Das will ich jetzt mal ausprobieren, weil nämlich ich das noch nie ausprobiert habe, ehrlich gesagt. Also
Klar, irgendwann kommen eh alle, sobald man größer ist und wollen ein Klientel sein von einem. Aber, ja. Aber ob die jetzt... Ja, ich glaube, also ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern, dass ich das jemals schon gemacht habe, dass ich mit den also militärischen Verbündeten von meinem Feind oder noch nicht Feind ein Abkommen gemacht habe. Genau, ob die dann auf die Seite von einen selber oder auf die gegnerische Seite dann gehen, ist mir tatsächlich nicht bekannt. So, wir haben zwei Kinder bekommen, das ist sehr, sehr, sehr gut. Kannst du mal heiraten? Du bist jetzt 21, du bist alt genug zum Heiraten. Sehr schön. Küchengöttin, oh, lecker. 5 auf Chance auf Kinder, das ist super. Und untreuer Ehemann minus 10. Ja, wunderbar. Ach. Okay, du bist 17. Eigentlich schon, also in dem Alter waren die schon längst im in der Ehe. Also, wenn es eine gute Partie ist. Okay, Steuersatz und minus öffentliche Ordnung. Und 30, yes! Ja, wir haben eine fruchtbare Ehefrau. Das ist auch seltsam, sich über sowas zu freuen heutzutage. Wobei, eigentlich warum? Also, ich meine, wenn man Kinder will, ist das doch wunderbar. Okay, aber ja. Dich... Du bist 68. Mache ich hier was? Nee. Okay, wir wollen Action sehen. Ich kenne euch doch. So. Let's go. Und damit ist wahrscheinlich die Folge auch schon wieder vorbei. Das ärgert mich so ein bisschen bei der Seleukiden-Challenge, beziehungsweise bei der bei der Kavallerie-Challenge, bei der Tier-Challenge, so habe ich sie genannt, dass ich da eigentlich keine ruhige Minute habe, keine ruhige Folge habe, ohne zu kämpfen. Und die Kämpfe sind halt, also so viele Kämpfe in einer Kampagne hatte ich noch nie. Also es ist schon richtig, richtig zapfig. Also muss ich wirklich ehrlich zugeben. Die Kampagne ist schon richtig krass. Was ich aber auch feier, also das finde ich richtig, richtig cool, aber für so ein Let's Play ist es halt doch sehr, nicht sehr förderlich, glaube ich. Könnt ihr mir mal gerne auch Tipps, beziehungsweise eure Meinung, wow, als ob ich eine zu schlechte Grafikkarte hätte. Wow. Okay, könnt ihr mir sehr gerne mal schreiben, was ihr meint. Beziehungsweise, ob ihr jetzt da was anderes machen soll, beziehungsweise ob es euch stört oder nicht. Klar, es ist jetzt eine... die sind zu nah zusammen. Das ist eine... Ist ein anderes... Ach, hier ist es besser. Ist eine andere Folge. Beziehungsweise ist ein anderes Let's Play jetzt. Aber würde mich schon sehr, sehr interessieren. Ob euch das stören würde, wenn es nur ein Gebatsche ist, ohne jetzt wirklich voranzukommen.
Ich weiß es halt ehrlich gesagt nicht. Ob das jetzt förderlich ist oder nicht. So, ich versuche auf jeden Fall die Türme schnell einzunehmen. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Steinschleuderer! Ich weiß nicht, ob ich... Nee. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Der Damage ist zu hoch. So. Oh, jetzt sind die abgelenkt, jetzt können wir wieder schießen. Die Spartaner haben so krasse Rüstung, ne? Ich meine, das sind schwere Bogenschützen. Und ja. Das ist schon eine. Ja, das ist schon sehr, sehr... Also der hat sich halt auch gut hingestellt, muss man ganz klar sagen. Der hat sich schon echt gut hingestellt. Wieso kann der kann doch da gar nicht hinschießen eigentlich. Ja, offensichtlich ja schon. Nee, nicht die Piken. So, alle Informationen bitte. So, wir beide kommen jetzt auch. Gut, ignoriert die. Eieieiei. Also der hat schon
Unser General wird angegriffen. Komm, General muss jetzt auch hoch. Der General muss jetzt auch. Zurück. Wir erwarten eure Befehle. Spartanische Piken! Hoch da. Hoch da. Spartaner! Wir haben einen Turm eingenommen. Und Rieber da. Ja, nochmal Kraftkonzentration. Ja, jetzt geht's aber. Wieso ruckelt es gerade so? Ja. Die können jetzt ja langsam näher. Gut. Okay, okay. Die sind jetzt sowas von tot. Ja, okay, die lasse ich mal da. Sehr schön. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Dass die dann immer nicht hören, das ist so schlimm. So, die kommen mal hier hin. Die können auch mal langsam hochkommen. Zu Befehl! Zerstückeln Sie! Eure Befehle? Und dann? General! Spartan! Zu Befehl! Eure Befehle? Okay, nochmal ein bisschen. Ich erwarte eure Befehle. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, dass der hier jetzt so. Ja, wobei. Also, dass der so viele Fernkämpfer hat, ist echt nicht ganz so gut. Okay, ist irgendwie ein Putt jetzt, oder? Gut. Solange das ein Putt ist. Ist alles fein. Die Männer wanken. Wieder. Was ist denn los? Was ist da los? Du mal nicht so, als wärt ihr überfordert hier. Das seid ihr nämlich ganz und gar nicht. So, ihr geht mal hier raus. Ihr kümmert euch mal um den Turm, der schießt mir zu viel. Ich geh mal, ich ignoriere die einfach mal. Ja, Kommandant.
Hier ist wirklich nichts. Das ist gut. So, das ist jetzt langsam wieder ganz gut. Wie ihr befehlt. Zu euren bereit zum Einsatz. Zu euren Diensten. Sparta! Schnelles Marschieren! Steinschleuder! Zu Befehl! Schnelles Marschieren! Puh, war eine heftige Schlacht. War ziemlich cool. Die Infanterie bereit! Schneidet sie in Stücke! Spartaner! Wie ihr Befehl! Verstanden! War ziemlich cool, die Schlacht. Also mit sehr viel Verlust. Sehr gute Verteidigung. Hat mir gefallen. Also klar, man hätte es aus seiner Sicht auch noch besser machen können. Natürlich. Aber war sehr, sehr gut. Und nicht mal eine schwere Schlacht. So, aber der General ist wahrscheinlich hier. Wir haben die Tore eingenommen. Der General ist wahrscheinlich da. Das heißt, die hole ich mal her. Ich scoute mal kurz hier, vielleicht ist hier noch einer. Alter. Ja. Aber der hat halt ausgehalten. So krass. Es sind halt nur noch 12 von 160 übrig. Aber sie haben es überlebt. Ja, was wollt ihr jetzt tun? Aber ganz ehrlich, solche Verteidigungen bzw. Belagerungen sind im Multiplayer so viel krasser. Ist halt echt so. Weil da kann man halt so einen fetten Ansturm hier machen und dann ja, ist hier der erste Sicherheitsstreifen, sage ich mal, Verteidigungsstreifen. Da geht es halt um über diese Brücke und diesen Durchgang und das ist so cool. Ja. General gegen General, würde ich sagen. Hä? Befehl verstanden! Zu Befehl! Verstanden! Bereit zum Einsatz! Ach, das ist doch dumm, was die da machen. Hä? Oh, hört auf zu schießen. Was macht der General? Oh Gott! Und jetzt stirbt mein General wahrscheinlich noch. Weil der einzige. Ach Gott. Also so dämlich. Eieiei. Oh, schön. Das war lustig.
Und ich kann es gerade nicht erobern, weil der 3 Kilometer weit entfernt ist, ja. Unser Feind hat einen Siegpunkt verloren. War das nicht sein General? Egal, dann warten wir die paar Punkte. Das feindliche Fort wird bald unser sein. Tschüssi! Knapper Sieg fand ich jetzt gar nicht. Verluste knapp 1000. Er hatte 820, ja okay, 950 und 820. Also seine Verteidigungstürme haben 130, über 130 getötet. War gar nicht so gut. Also über 130. Also so bad, also war echt nicht so stark von den Türmen. Wir haben leider eine spartanische Hoplite mit Rang 8 verloren. Das ist bitter. Das ist am Schluss dann immer richtig bitter, wenn solche Einheiten dann sterben. Ist dann immer sehr, sehr bitter. Er hat das einfach übernommen, oder? Geplündert. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der das einnimmt. Wobei mit der Armee könnte ich den wahrscheinlich tatsächlich vernichten. Weil die kretischen Bogenschützen sind, die sind echt krass gut. Die sind richtig, richtig nice. Okay, der hat nur diese beiden. Diese beiden, oder nur eine Stadt. Okay, dann ist der auch ziemlich schnell weg. Gut, aber dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir mit der Armee die da vernichten und die auf jeden Fall vernichten. Vielleicht auch die Gegner, die Armee angreifen und dann unser Glück versuchen. Dann mit denen werden wir hier weitergehen. Wobei, mit denen können wir ja so diesen Schlenker machen. Mit denen können wir so einen Schlenker machen. Dann ist Britannien dran. Ja, war falsch. Und dann irgendwann Galatien. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye.